Willkommen zurück zu Let's Play Torch Light. Wir sind hier unten im dunklen, ultra bösen Tempel des Bösen. Mir ist gerade der Name entfallen. Schwarzer Palast. Da. Und wie immer glühen meine Waffen nicht, aber das lässt sich natürlich mit ein paar Klicks ändern. Und wir marschieren einfach direkt mal weiter hier in die Richtung. Diese äußerst auffällig markant hohe Treppe. Wow. What the? Geld, 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 Geld. Bösewichte scheinen immer so viel Geld zu haben. Die legen ihr ganzes Zeug einfach hier hin. Jo, was auch immer. So, zack. Was habe ich denn alles für Nettes eingesammelt? Drei Rüstungen gegen. Aber ich habe ja eigentlich überall schon was drauf. Also marschieren wir einfach mal hier runter. So, alle tot. Gut, rein ins nächste Portal. Jetzt holen wir das alte war? Ich wollte gerade sagen, greift mal jemand bitte diesen komischen kleinen Fratz da an. So, weg mit euch. Tod. Und Verderben. Tod und Verderben. Das reicht für diese kleinen Skelette. So. Typische kleine Bombarde. Kleine Mana-Tränke. Ich brauche aber keine kleinen Mana-Tränke oder super epischen Mana-Tränke. Ich brauche mehr Stuff. Okay, im schlimmsten bzw. im größten Fall verkaufe ich mir sowieso einfach noch ein paar Heiltränke und dann passt es. So, tot. Kommst du freiwillig in der Mund? Ja. Danke sehr. Treppe nach unten. Steigen wir tiefer hinab und versuchen, entweder das Böse zu finden oder einen guten Ausgang mit viel Loot. Naja gut, was die Lootmenge betrifft, kann man sich in diesem Spiel ja sowieso nicht beschweren. Yeah! Moment, nee, 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 das ist nur ein schrottiger kleiner Stab, den lässt du doch mal fein liegen. Oh mein Gott, ist hier schon wieder Godzilla. Epische, gewöhnliche Klinge. Wenn sie mal nur so episch wäre, wie ich mir den denken würde. Es ist schön, dass mein Begleiter flieht. Der soll mal seinen Arsch schnell wieder hier hinbewegen. Ich habe nicht umsonst hier die etlichen Heiltränke. Ich glaube, es hackt. Oh, er ist jetzt wieder eine Katze. So, mal sehen. Ernsthaft jetzt hart, Mann. So, Ruhm und sowas alles. Ich weiß ja nicht genau, was mir das bringt, aber. Ziemlich viele Feinde, muss ich sagen. Banzai! Ich weiß nicht, bei den Drachen, das stört mich irgendwie am meisten so. Die lassen sich einfach umboxen und dann war dann. Drachen, ich meine, da müsste mal so einen richtig epischen Battle geben.
Aber nichts dergleichen. Macht doch da, ich würde sagen, jetzt macht doch da keine Rattenfieder mal fertig, damit wir weiter können. So, hier von einer. Ja, gut, das waren hier die Gegenstände. Phasenweste, tötet sie und geht ins Phasenportal. Mal sehen, was wir hier drin finden. Level 29er, okay, das könnte jetzt gefährlicher werden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jemals ein episches Windschild. Ob ich hier jemals irgendwie von der Eidechse ein Bossvieh gefunden habe. Gewaltiger Heiltrank. Du Scheiße. Geht ja noch größer. Ja gut, nicht beschweren, weiter einsammeln, weiter vorrücken. In your faces. Ich denke mal, es wird noch einige Ebenen geben, weil es gibt ja hier noch gewaltige Heiltränke und die wird man ja nicht nur aus Spaß kriegen, ne? Identifizierungsrolle, Großschwert, epische Lederkappe. Das wäre auch mal schön, wenn die Dinger so episch wären, dass ich sie gebrauchen kann. Blinz? Na ja, gut. Und diese kleinen Waldsäcke gibt es ja auch noch. Hier ist ja jeder vertreten. Geben wir den allen einen auf die Nase und dann hat sich das. Heiltrank. Ja, das ist schön für die Falle. Epische Lederarmschienen. Ich meine, hier kann es wenigstens noch sein, dass die Gegenstände, die ich einsammle, was bringen. Oder auch nicht. Handschuhe. Ja, könnte ich die Dinger mal gebrauchen? Verdammt. Aber wer weiß, vielleicht sind der selbst die ja besser. Oh ja, ja, doch. Die sind eigentlich deutlich besser. Mhm. Machen wir einfach mal. Handschüchen austauschen. Ihr seid zwar episch und so, aber ihr bringt mir nicht viel, wenn ihr keine nützlichen Attribute gebt. Zack, zack. Okay, da stelle ich mir jetzt vor, das war sein Schrei, während er da runtergefallen ist. Das wäre nämlich ziemlich lustig. Oh. Okay, hier die Kasse noch. So, das scheint es gewesen zu sein. Also wieder zurück. Schade, ich dachte, da wäre mehr Phasiges oder Episches drin. Naja, was wollen wir machen? Zack. Noch mehr Tote? Wie könnt ihr
ihr es wagt, hierher zu kommen. Ich werde euch für eure Frechheit vernichten. Okay. Ist das unser Forschertyp von gerade? Totengeist. Zack. Bäscht in einen verdammten Schädel ein. Ach, der verliert ja nicht mal was. Ich kann nicht glauben, dass Meister Ulrich restlos vereinnahmt wurde. Ordrak ist der Grund dafür. Er haust schon seit ewigen Zeiten im Glutstein. Die seltsamen Kreaturen in diesem Berg sind ein Spiegelbild seines Herzens. Sein dunkler Geist pocht in ihren Adern. Meister Ulrich stellt Finsterglutstein her und hat mich geholt, um ihm zu assistieren. Ich hätte das letztlich auch getan. Ich kann bereits hören, wie Ordraks Stimme nach mir ruft. Ihr müsst sie vernichten. Ulrich ebenso wie Ordrak. Der Finsterglutstein ist eine Abscheulichkeit, die wir nicht zulassen dürfen. Jawohl. Sie haben eine neue Quest gestartet. Ulrichs Untergang. Na gut, wenn wir das dann so gemacht haben, gehen wir erstmal zurück in die Stadt. Was sein muss, muss sein. Wupp, wupp, wupp. So, stimmt, für dich haben wir was erledigt. Danke. Ja, wow, das Ding bringt mir so viel, ganz ehrlich. Du verzauberst meinen Handschuh. Verzauber. Glück ist auf ihrer Seite. In Ordnung. Das Glück ist ihnen hold. Plus die Mana. Und nochmal was. Mach mal die Dinger wenigstens noch besser. Auf Wiedersehen. Neue Sockel. Einmal noch. Komm. Glück. Yes. 13 Bonus auf Attributgeschicklichkeit. Oh. Moment, 2 Giftresistenz, Attribut auf Geschicklichkeit, 3 Rüstung gegen, 3 Attribut auf Stärke, 2 Resistenz gegen Gift, 2 Feuerresistenz, 19 Eisresistenz. Ach, du hast schon welche drin. Shit. Dann machen wir mal die 19.1 Eisresistenz hier drauf. 2 Stärke, 2 Resistenz. 3 Rüstung, 2 Attribute auf Geschicklichkeit. Huhuhuhu. Kriegsschläge brauche ich nicht. Ist nicht so das Wahre. Das ist alles immer nur so, so halbherziger Schrott. Jetzt habe ich schon mal wesentlich bessere Handschuhe. Die kann ich wenigstens gut gebrauchen. Zack. Zack. Das meiste verkaufe ich jetzt dann gleich sowieso. Hopp. Das brauche ich nicht. Nö. Nö. Das ist ein epischer Gegenstand. Ist nicht mal halb. Nicht mal halb annähernd so gut wie das, was ich ohnehin schon alles habe. Na gut, was will man anderes erwarten? So, hier rum. Guten Tag. Ab. Zack, das kannst du haben. Das brauche ich nicht. Nö. Weg. Alles für die Katz, alles für die Katz. Mhm. Nö. Nö, 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 nö. Ist mir egal, dass ich das jetzt noch nicht mal erforscht habe. Dreißig? Na gut, der Helm ist jetzt nicht gerade der Bringer, ne? Der hier wäre wahrscheinlich nur gut. Alles so
Weisen die so wenig? Naja, wie auch immer. Nochmal zu dem Gemischtwaren-Futzi. Ich kaufe mir erstmal noch einen Haufen Heiltränke hier ein. Das kostet immer 204. Naja, whatever. Wir müssen davon ausgehen, dass das die letzte Schlacht ist und da muss ich bereit sein. Bergab. Dum, 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 dum. Aber an dieser Stelle werden wir diesen Part auch erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Ansonsten, bis dann. Ciao.